Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Bildet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Wir tun erstmal unseren Megadrecher hier wieder zurückfahren. Scheiße, ich hätte da zum Hof reingemusst. Kriege ich die Einfahrt hier? Jetzt kommt der ultimative Test. Weiß gar nicht, ob ich da durchkomme. Klemmt's denn? An der Leiter oder wie? Kolli größer wie. So, eigentlich müsste es passen. Oh. Also. Wenn die Kollisionen dann immer so Krebs sind, also das ist echt. Das ist zum Heulen, ist das. So, jetzt aber. Oha! Wie für den Drecher. Wie für den Drecher gebaut, würde ich meinen, oder? So, dann versuchen wir mal, den Kollegen hier noch zu entleeren. Dann einmal den hier wegfahren. Motor lief doch. Den hier runter, da müssen wir einmal ganz schnell das Feld düngen. Und zwar bevor der Herr Röhrig anfängt anzusehen, müssen wir hier einmal mal schnell mit dem Dünger drüber fetzen. Und wenn wir das erledigt haben, dann können wir noch Feld 9 düngen. Dann haben wir das Feld nämlich komplett abgearbeitet. Dann ist Feld 9 komplett fertig. Und dann können wir zur nächsten Arbeit übergehen. Wir haben die 22 Ernten und bestellen noch. Wir haben die 48 Mähen und Silagebeinpressen noch. Wir haben die 49 Gras ansehen und düngen noch. Das werden wir als nächstes machen. Das wird die nächste Arbeit werden. So, und wir haben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, sogar noch andere Grasfelder, die fertig sind. Ja, die 45, die 46 und die 48. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die alle die zweite gelbe Wachstumsstufe haben. Man sieht das auch nicht, ne? Man sieht nicht, ob es erste Wachstumsstufe gelb oder zweite Wachstumsstufe gelb ist. Herr Perser? Ja, ich höre Sie. Ich hab jetzt gleich das Striegeln fertig. Ah ja, super. Ich gehe jetzt auf die 30 mit dem Dünger. Soll ich Sie den Traktor einfach wieder am Hof stellen? Genau. Einfach wieder abstellen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, danke. Dann bis später. Tschüss. Tschüss. So. Dann einmal hier. Der hat so eine richtig beknackte Kollision, ey. Oh, das wird. Wird das was mit 1500 Litern? Das wird doch nichts. Langsam der abhungert. So. Seitlich. So, raus das gute Zeug. Und dann direkt zum Drecher. Den Rest noch abladen. Hier einmal Dünger auffüllen. Ich glaube, wir sollten noch Dünger haben im Lager. Ich bin mir nicht sicher. Saatgut haben wir auf jeden Fall noch. Und dann passt das. Und dann können wir aufs Feld düngen. So. Genau, der kann einmal hier abbungern, ganz in Ruhe. Und wir gehen jetzt erstmal düngen, dass die Arbeit erledigt ist. Und dann kommt da die gute Baumwolle. Was ist denn hier los? Wir flitzen hier über mein Feld. Über meinen Hof. Oh, wir haben noch Dünger drin, perfekt. Oh, der Fernseher, das war ich gerade. Sie sind gerade rüber, also Sie haben da aber richtig Durst, oder? Ja, ich. Ich bin so richtig ausgedurstet. Ja. Ist so warm heute. Wie rum fahren Sie? Ja, wie Sie möchten. Ja, dann fahren Sie mir hinterher. Dann kann ich hier gleich mit dem Dünger einmal schön drüber. Alles klar. So. Okidoki. Der hat auch GPS. Dann fange ich hier unten an. Ja, gerne. Gut. So, Arbeitsbreite 42. Jo, das passt doch super. Das war Baumwolle, oder? Baumwolle, richtig, ja.
Alles klar. Genau, einmal Baumwolle mit der Direktsaat rein. Gut. Passt. Viel Erfolg, Herr Röhrig. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, gut. Ich müsste theoretisch noch ein bisschen was verkaufen und loswerden. Wir müssten noch ein bisschen Geld machen. Wir haben ein leeres Konto, was mich ein bisschen beunruhigt, weil das Problem ist, mit einem leeren Konto wird es keine Baufolge geben. Und das würde ich aber dran trotzdem ganz gern machen. Eine Baufolge wäre super. Was haben wir denn im Angebot? 150.000 Liter Sorghumhirse, das ist natürlich der Wahnsinn. 16.000 Liter Hafer, 8.000 Liter Soja. Gut, gehen wir mal zum Händler, fragen mal nach, was es gibt dafür. So, auf geht's. Sind ja auch nichts. Hansen! Servus, grüß Sie. Moin. Ferse hier, der Willi. Ja. Können Sie mir bitte sagen, was ich für Sojabohnen kriege, wenn Sie da schönes, geiles Öl draus machen? Ich habe aber nur 8000 Liter. Öl, wir machen dann nur, wir exportieren das nur. Wir machen kein Öl und nichts da leider draus. Soja ist gar nichts? Nee, leider nicht, nee. Also, meinem Kenntnisstand haben wir da noch nichts für. Warten Sie mal eben. Okay. Warten Sie mal, ob wir da was haben. Nee. Und was zahlen Sie da für 10.000 Liter Soja? Warten Sie. 8.600 habe ich nur. Oder was zahlen Sie für 1.000 Liter Soja? 8.600 haben Sie, oder was? Immer. Soja. 865 die 1.000. Sagen Sie mal, warum sind Sie denn im Silagepreis so krass gefallen? Das ist ja erschreckend. Ja, das ist eine gute Frage. Das gibt der Weltmarkt leider so vor. Da müssen wir uns natürlich dann dran halten. Aber das ist schon gravierend. Also das ist echt der Wahnsinn. Ja, definitiv. Das macht, glaube ich, vielen Landwirten zu schaffen aktuell, der Preissturz. Absolut, definitiv, zu 100%. Mhm. Gut, nichtsdestotrotz, aus der Nase läuft der Rotz. Aber wurde ich schon gesagt. Pass auf, ich habe 150.000 Liter Hirse, die würde ich gerne loswerden. Wie viel? 150.000 Liter. Ja. Wollen Sie die zum Brot machen denn, oder was? Gern. 150.000 Liter, ja. Ich wiederhole nochmal. So, 80, 250. Moment. Liter, genau. 150.000 Liter. Gut, daraus wären 80.250 Liter Brot. Mhm. Und dann machen wir da draus einen schönen runden Preis. Mhm. Die wollen zum Istpreis verkaufen, nehme ich an. Ja, sagen Sie mir mal den Istpreis, also was wir da kriegen würden. Kleiner Moment. Brot. Da sind wir bei 1.562. Mhm. 1.000. Warten Sie mal. 1.562. Da kriegen sie dann 125.350 Euro von uns. Und was wäre der Höchstpreis? Also der können Sie mir das ausrechnen, ob sich das lohnt mit dieser Lage abzüglich der Dings oder was nicht? Was haben wir jetzt? Wir haben April, ne? Ja. Höchstpreis wäre im Dezember bei 1.788. Hm. Warten Sie, kann ich Ihnen ausrechnen? April bis Dezember sind 9 Monate, ne? Mai, Juni, Juli, August, September, sind 5 bei mir. Achso, Dezember? Ja, Dezember. September, Oktober, November, Dezember, sind 8. Moment, kann ich ihn auch ausrechnen? 8. Dann hätten sie nur noch 95.266. Das ist ja witzig. Nee, Quatsch, ich erzähle Blödsinn. Warten Sie mal. Entschuldigung, warten Sie mal, ich habe Quatsch alles erzählt. Alles gut. Verrechnet. Ich muss ja den anderen Verkaufspreis nehmen. So, 1.700. So, jetzt da.
Dann sind wir bei 109.000, also ist trotzdem ist weniger. Weniger. Ja, ist weniger. Dann machen wir das so. Also zum Jetztpreis, ja? Zum Jetztpreis, genau. Jetzt ist nur die Frage, wie viel können Sie mit einmal transportieren? Uhu ist es relativ dicht, ne? Hab ich so eine Erinnerung. Ist relativ schwer, ne? Nee. Nee? Nee. Könnte ich Ihnen sagen, wenn ich jetzt vorbeikommen würde, dann könnte ich mit dem Anhänger mal testen, wie viel da reinpasst. Ja. Vielleicht wenn, könnt. Ja? Wäre das dann schon kostenverbindlich? Naja, ich sag mal, ich mache Ihnen jetzt ein Angebot oder ich sag mal, ich guck mal, ob es reinpasst, wie viel reinpasst. Pass auf, können Sie mir nicht einfach einen Festpreis sagen für die 150.000 Liter? Sie holen das ab und Sie machen mir jetzt mal einen ordentlichen, vernünftigen Preis, nicht mit Ihren scheiß 1.000 Liter pro Fahrt. Rotzmüll da. Verstehen Sie? Pass auf, wir machen das jetzt so. Fahre jetzt zu Ihnen. Nee. Lade einmal ein, gucke, wie viel reingeht. Wenn Sie sagen, ja, Sie machen es, lasse ich es drin. Und wenn nicht, lade ich es wieder aus und Sie machen es. Oder Sie sagen, 2.500 fährst ja und ich fahre dir die ganze Scheiße jetzt runter und fertig. Nee, aber es werden ja wahrscheinlich mehr als zwei Fahrten sein, ne? Wir sind ja 2.500. Naja, es ist trotzdem wahrscheinlich mehr, oder? Das meine ich ja. Sie kommen mir halt mal einen kleinen Schritt entgegen mit Ihren... Es sind leider Fixpreise. Die kann ich nicht. Soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe hier am Ende, wenn ich hier meinen Hof fertig gebaut habe, ja, habe ich 100.000 Euro nur an Sie fürs Hin- und Herfahren bezahlt. Da bin ich mir sicher. Ich hoffe, Sie notieren das alles. Ich notiere jede Fahrt, notieren wir von Ihnen. Kann ich Ihnen sogar jetzt wahrscheinlich aufs Haar genau sagen, wie viel Sie von uns schon... Warten Sie mal, wir sind hier bei 3.000 Transport, 1.000 Transport, nochmal 1.000 Transport. Also ich sag mal, wir sind schon, ja, die 25.000 haben Sie schon geknackt bei Transportrechnung. Ja, das ist völlig geisteskrank. Ja. Völlig geisteskrank. Aber Sie müssen ja auch bedenken, was Sie sich dabei an Zeit sparen, ne? Und was wir transportieren ja auch entsprechende Volumina. Ja. Deswegen sage ich, aufgrund, dass ich schon so viel Geld bei Ihnen gelassen habe, können Sie jetzt eigentlich mal ganz entspannt sagen, wer ist ja für 2.500 und ach, hier Sie wollen mehr Kundenrabatt quasi bei uns ergattern. Ja, na klar, weil ich ja hier so Großkunde bin. Ach, Scheiße, hier kommt mir ein Riesending entgegen. Ja, ja, ist richtig. Ich verstehe schon. Ja, wir machen ein Angebot. Ja, machen Sie das. Also, wenn es 5 Fahrten sind, rechne ich Ihnen nur 4 ab. Naja, dann machen Sie das. Laden Sie mal ein, ich will mal wissen, was rauskommt. Mache ich. Ich bin schon auf dem Weg zu Ihnen. Alles klar. Moment. Na? Gut, ich bin gespannt. Bin auch gerade am Hof. Ich bin auch gespannt. Ja, wir werden es ja gleich sehen. Aber ich bin der Meinung, Hirse war relativ dicht und schwer dadurch. Mein Dünger ist alle, verdammte Scheiße. Das ist schlecht. Ach, ist das Ihr Hof hier mit diesem riesen lila Baum? Haben Sie sich das bei der Frau von Pannerich abgeguckt? Nein, umgedreht. Ach so, ich war schon letztens dran mit Rolfi drauf und dran, dass wir da die Kettensäge anlegen. Kann man den umsägen? Nein. Ah, der ist zu dick für die normale Kettensäge, verdammt. Leider. Kriegt man den sonst irgendwie weg? Sprengen oder so? Das weiß ich nicht. Ich bin leider kein, wie heißt das Ding hier, Pyrotechniker. Wo ist denn Ihr Saatgutlager? Oder Lager? Wenn Sie hinten zur Einfahrt reinfahren. Genau, da hinten rein und dann sehen Sie, da haben Sie direkt das Silo. Sie können aber auch, wenn Ihnen die Kurve zu steil ist, geradeaus jetzt fahren. Ja, scheint zu gehen. Gut, passt. Also ein bisschen enger und naja. Ja, es gibt 2 Lager, also Sie hätten nicht das nehmen müssen. Sie haben doch nur 110.000 Liter, was erzählen Sie mir von 150.000 Liter? Ja, ich hab ja gerade gesagt, ich habe 2 Lager. Ach so. So, ja. Dann lade ich mal einmal über, ja? Laden Sie mal über. Lade mal über, du. Bin mal gespannt, was da reingeht in die Mühle. Hab ich, wie ich es Ihnen gesagt habe. Da geht gerade mal die Hälfte rein in den Anhänger. Wie viel gehen da rein? 32.233. Das sind 5 Fahrten, oder? Ne, warte mal, das sind mehr als 5 Fahrten. 5 Fahrten, passt schon. Also willst du jetzt von mir schon wieder hier 5.000 Euro mehr abzocken aus dem Rippen? Wieso will ich das? Das sind 5 Fahrten, ja. Ja, dann zieh doch das Angebot. 5 Fahrten und Sie zahlen nur 4. Machen wir das so. Passen Sie mal auf. Dann hätten wir auch ein rundes Sümmchen. Nee, warten Sie mal, wenn ich sogar bei alle Fahrten abrechne, dann hätten wir noch ein runderes Sümmchen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so dumm. Dann kriegen Sie glatt 120.000 von mir und die Sache ist gegessen. Ja, genau, und ich zahle wieder 5.000 fürs Hin- und Hergegurge. Ich weiß nicht. Wo kommt das hin? Wie, wo kommt das hin? Ja, wo muss das hin? Na, in die BGA.
In die BGA, das sind also nur oder was? Ja, genau. Das ist unser Hauptumschlag. Ich fahre die Scheiße selber. Ich habe hier 43.000, was ich wegkriege. 43.000? Ich krieg 43.000 mit einmal weg. Ich habe keinen Bock, hier wieder 5.000 abzuhebeln hier. Ich krieg nochmal einen gucken. Na, sie würden nur 4 Fahrten brauchen, dann sparen sie sich eine Fahrt. Aber guck mal, dann können sie es auch mit mir machen lassen. Nee, ich spare nicht eine Fahrt, ich spare 4.000. Ah, das stimmt, ich spare 20.000. Ich gebe ja gar nichts aus. Ab und fahre wieder zurück zur BGA, ne, wo ich auch herkomme. Danke. Ich hätte, na gut. Hätten sie die eine kostenlos auch mitnehmen können, da haben sie recht. Wahrscheinlich schon, ja. Die Spritkosten würde ich Ihnen dann jetzt trotzdem in Rechnung stellen, dass ich hier hochgefahren bin. Sie haben mir das Angebot gemacht. Also nein, nehmen Sie mir die eine kostenlos mit? Nee, ich habe jetzt schon ausgeladen. Ah, jetzt ist das nicht ernst, oder? Also mal ganz ehrlich, Hans. Also das geht doch so nicht. Selbstverständlich habe ich gerade schon wieder fleißig abgeladen. Ja, also Sie sind ja wirklich. Sie sind ja wirklich. Also, das ist nicht immer nur zu fassen. Nee, das kann man keiner erzählen. Das tut mir leider sehr leid. Ja, das weiß ich, dass Ihnen das wahrscheinlich gar nicht leid tut. Ich bin ein knallharter Unternehmer, sonst würde ich nicht zu diesem Reichtum kommen, den ich besitze. Unfassbar. Wissen Sie? Also, man muss ja irgendwie, reich wird man nur, wenn man sein Geld zusammenhält und nicht immer ausgibt. Ja. Alte Weisheit der Reichen. Wie viel kriegen Sie in den Anhänger? 32.000 Liter. Vielleicht besorgen wir uns mal. Ach, warten Sie mal, ich habe noch ein anderes Abfahrgespann, fällt mir gerade ein, wenn ich Sie da vorne mit so einem komischen Gehänge sehe. Ja, dagegen, wie gesagt, ich habe über 40 drin. Ja, dann hätten sie wahrscheinlich gespart, ja, ist richtig. Eine Fahrt. Aber wären sie trotzdem bei 4.000 rausgekommen. Ja, aber dann wären es ja schon nur nach 3.000. Nee, wieso? Das Angebot belief sich ja auch von 5.000. Ja, passen Sie mal auf, was haben Sie denn jetzt noch für einen gespannt? Für. Jetzt quatschen Sie doch mal nicht den Zahljodocker, jetzt reden Sie doch mal nach mit mir. Mein Azubi hat hier seinen schönen Vario 526 oder wie die Karre da heißt und ein schönes Anhänger gespannt, soweit ich weiß. Ja, der, und wie viel kriegt er da rein? Reinkriegen. Uff, da müssen wir mal meinen Azubi fragen. Warten Sie mal. Der tingelt hier bestimmt irgendwo auf dem Hof rum. Der soll hochfahren, so einladen jetzt. Aha. Gut. Damit. Und wehe, der kriegt nicht 40.000 rein. Der kann. Ey, Herold! Spann mal den Wagen an und fahr zum Fersen und hol mal die Hirse da ab. Ja, alles klar. Gut. Sagen Sie dem, der kann 2 Fahrten machen. Machst du denn 2 Fahrten, ja? Jawohl, Chef. Alles klar, Abflug, der wertet. Das ist ein Großkunde. Der keinen Rabatt kriegt. Das habe ich Ihnen nicht gesagt. Alles klar. Der muss ja auch irgendwie was verdienen, der arme Bengel. Schreiben Sie sich mal auf, bitte. 40.459 Liter lade ich gerade bei Ihnen. 40.459, ja? Genau. Habe ich aufgeschrieben. So, kommen Sie da jetzt klar oder was da vorne? Ja. Aber es ist der Känguru-Sprit hier leider schon wieder, der mir Sorgen macht. Ja. Sagen Sie mal, wie viel. Ich krieg doch mehr Mehl aus der Hirse, oder? Ja, ist richtig, ja. Wie viel krieg ich denn raus? Na, wenn Sie. Warte, wenn Sie. Nee, wie viel Liter Brot haben Sie gesagt? 80.000, ne? Ja. Also, Sie kriegen aus 150.000. Jetzt sind Sie echt ungünstig. Hirse? Ja, ich fahr gleich weiter. Kleinen Moment. Kriegen Sie 160.500 Liter Mehl raus. Und 80.000 Liter Brot. Alles klar. Das steht ja sau ungünstig hier. Aber irgendwie haben wir hier alle den gleichen Sprit in der Stadt, habe ich den Eindruck. Also ich schlüpfe hier auch nur von A nach B. Ich habe mich schon beschwert beim Herrn Ditscher. Was hat er gesagt? Ja, das ist die frische Landluft. Ich sage Arschlecken. Ja. Ehrlich, der Rolf, der hat immer einen guten Spruch auf Tasche, sag ich nur. Ah. Und kommen Sie gut voran da mit Ihrem Gewerk da, was Sie da bauen wollen auf Ihrem Hof? Mit meinem Hof? Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin, ja. Und irgendwie, ich habe in der Presse gelesen, Sie wollen da irgendwie einen riesen Ferienpark bauen. Was machst du denn hier? Rangieren, sehen Sie doch. Ey! Ja, was ist jetzt wieder? Rangieren, dann bleibst du stehen. Das gibt's ja gar nicht. Ich jetzt wieder. Nee, ich baue einen großen Hof da. Ja, will ich bauen. Also einen schönen Hof. Also es soll auch detailreich sein. Soll ein schöner Bauernhof sein mit einem guten Ambiente. Ich möchte gerne noch extra Stallungen bauen. Ja. Das ist aber so ein bisschen abseits vom Hof, also gegenüber auf der Straße. Und ich würde ganz gerne ein... oben an der See, also direkt am Meer, würde ich gerne ein Feriengebiet bauen. Also so ein bisschen so ein Erholungsgebiet. Aha, sehr interessant.
Genau, und das hat der Bürgermeister schon alles genehmigt. Ich kenne eigentlich Rolf eher so als also Konservativen. Der weiß das zumindest alles, ja. Ach so, okay. Genau, und dann überlege ich, ob ich halt noch ein paar Ferienwohnungen sogar in... In? Kostkonzentrationsphase. Moment, ich krieg's nicht... Och, nee, ey, es war so gut und dann doch. In dieses Waldgebiet überlege ich, ob ich da auch noch so einen kleinen, so ein bisschen, naja, so Spielplatz reinbaue und so ein bisschen Erlebnis. Ich habe so einen Hersteller. Ja. Die bauen alte Silos. Ja. So alte Silos zu Ferienwohnungen um. Wissen Sie, so zu kleinen Wohnungen. Und dann fragen Sie mal bei der Frau von Pfanne. Ich glaube, die will ihr Silo wieder abreißen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ach, sehen Sie, da kann ich das gleich kaufen und umbauen. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Genau, und solche Silos will ich quasi bauen und das soll so ein bisschen so auch so ein kleines Erlebniswohnen sein. Ne? Nicht so dieses normale Hotel und Hotelzimmer, sondern so ein bisschen ein Erlebniswohnen. Das finde ich spannend irgendwie. Ja, das klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Nee, das also es ist zumindest das, was mir auch Spaß machen würde. Ja, nee, verstehe ich. Ja. Bin ja mal gespannt, wie das am Ende alles aussehen wird. Ja, und ich hast. Ich kann Ihnen sagen, ich habe bis jetzt viele, 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 viele Meter Bordstein gesetzt. Ja. Ist tatsächlich gar nicht so einfach, die alle auf einer Höhe zu setzen. Müssen sie strikt spannen, mit Laser einrichten und alles. Und ach, ja, und vor allen Dingen die ganze Zeit auf dem Knie rumkrabbeln. Also da würde ich ja bekloppt werden. Die armen und Knie. Der Beton, haben sie so eine Polster da drin, dass ihnen da nicht irgendwie die Knie ausfallen? Ne, ich mache immer so Dinger. Ja, genau, so eine Fliesenlegerpolster mache ich da mal rein. Aber ich habe ja schon mitgekriegt, sie sind ja Bordsteinprofi mittlerweile, ne? Sind sie ja schon, haben sie ja schon ihren Ruf weg irgendwie ja. in der Stadt. Bordsteinprofi, da bin ich auf jeden Fall. Nee, echt, erzählt man das schon, ja? Ja, wenn ich das so mitgekriegt habe, spricht da der gemeine Pöbel spricht schon vom Bordsteinprofi Ferser. Oh, schön, das freut mich sehr. Aber ich finde halt immer, ich sage Ihnen, wie es ist. Oh, Ihr Kollege ist da mit den Anhängern. Ja. Ich finde es halt einfach sehr, sehr, es sieht halt so schön, also so akkurat aus. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja, es halt, sieht aufgeräumter aus. Genau, es ist so eine ordentliche Abtrennung, es ist so eine klare Linie und ich finde immer, das hat halt was. Das sieht immer nach, wie sagt man, also das sieht immer hochwertig aus. Ja. Verstehe ich, kann ich absolut verstehen, ja. Genau, weil wenn sie da einfach nur so einen Weg pflastern, wissen sie, und rechts und links und dann haben sie ja keinen ordentlichen Abschluss oder keine ordentliche Anbindung und Übergang, dann ist das immer so, weiß ich nicht, nur halb so schön. Ja. Ich hätte ja keinen Zack aus der Krone, so ein paar Bordsteine da hinzusetzen. Bin ich gut. Vielleicht ist der Rolf so schlau, wenn wir die Bordstände neu legen müssen in der Stadt, dass er dann auf sie zukommt. Mich anruft. Richtig. Ja. Genau. Pro Bordstein 500 Euro. Mach ich ihm. Oh Gott, die arme Gemeinde. So, 40.459 Litern sind auf dem Weg zu ihrer Biogasanlage. Wunderbar. Dann sind wir schon bei 80 mehr. Fast. Warten Sie mal, ich funk mal Ihren Kollegen kurz an. Hm? Herr Hansen, wer fährt? Herr Hans? Ja, genau, ja. Der Azubi. Herr Hans? Jawohl. Ja, wie viel haben Sie geladen gekriegt oben in Ihrem Zug? Ich krieg 37.000 rein. Ich wäre ja wahnsinnig. Ja, gut, alles klar, da weiß ich Bescheid. Aber das sind ja 37, 40 und 40 sind 80, 37 sind 37. Ich glaub, also einmal müssen Sie noch, oder? Nee, der müsste alles wegkriegen. Da müsste mit seinen zwei Fahrten, die er macht, müsste er alles wegkriegen, oder? Bin ich jetzt doof? Oh, wie Sie wollen. Sie können ich habe 80 und er bringt über 70 weg. Das sind ja schon 150. Ja, passt. Ja. Ja, also der müsste eigentlich alles wegbringen. Wäre doch schön, wenn wir es genau. Also ich lade jetzt ab die 40489 oder alles klar. Waren. Weiß ich Bescheid. Gut, ich freue mich auf die Überweisung. Bis dahin. Ciao, ciao. Alles klar, bis dahin. So, meine Güte, das war jetzt aber mal ein langes Gespräch mit dem Unternehmer. Telefonmonika hat wieder zugeschlagen. Gut, Ach, Kredit abzahlen. Nee, Leute, wir brauchen erstmal Baugeld. Ditscher. Hallo, Herr Ditscher, ich grüße Sie vielmals. Sie suche ich gerade, Sie Wahnsinniger. Oh. Da wurde mir gerade was Schlimmes gemeldet. Aber Ihnen scheint sehr gut zu gehen. Stress halt, Arbeit ohne Ende. Ja. Sind Sie gerade wie so ein Wahnsinniger hier über den Fahrradweg gefahren? Waren Sie das in dem Drecher? Nee, da war das LU. Okay. Ja.
Das aber hat... es gibt hier nur einen mit Unimog und zwei Anhängern, den ich kenne. Ja, ich hab den da überholt rechts, ja. Eieiei. Aber ich muss ihn auch mal... haben sie auch noch mitgenommen, wa? Ich muss ihn... Eieiei. Ich muss ihn mal ganz ehrlich sagen, Herr... Ja. Ich muss ihn mal ganz ehrlich sagen, Herr Ditscher, und zwar... also bei einem Drecher mit so einer krassen Überbreite, muss ich Ihnen auch mal ganz ehrlich sagen, da wäre so ein Vorausfahrzeug eigentlich auch mal eine schöne Sache. Nee, aus der Nummer kommen Sie jetzt nicht raus, Ferser. Nicht? Nee. Warum nicht? Weil Sie es noch nicht mal geleugnet haben. Nee, naja, warum soll ich Sie denn anlügen? Ich will Sie ja nicht mehr anlügen. Ja, tut mir wirklich leid, aber da muss ich Ihnen jetzt mal 3 Minuspunkte aufdrücken. Hä, warum? Ja, weil Sie mit Volker Rajo die Fahrradfahrer und Fußgänger vom aber Herr Ditscher, jetzt... Also, das ist ein geschützter Raum für Fußgänger und Fahrradfahrer, wissen aber Sie? Aber Herr Ditscher, da fährt ein Drecher mit 10 km/h, wo ich keine Chance habe, dran vorbeizukommen. Ja, da muss man mal fragen, ob der mal rechts ran kann oder so. Ja, geht ja nicht. Wie denn? Nee, also das hier ist hier miteinander im Dorf, wissen Sie? Ja, und ich merke schon, hier miteinander gegenseitig anscheißen ist hier das Motto. Na, der hat den Schreck seines Lebens. Der hat den ersten Tag heute bei Melu, wisst ihr? Der arme Mann. Ja, das war der erste Tag in Melu hat er heute. Ja, der wird gerade psychologisch betreut. Aha. Der ist vollkommen verstört. Ja, glaube ich, dass die alle ein bisschen eine an der Waffel haben da bei Melu. Ey, ganz ehrlich. Wenn man immer gleich petzen geht. Na, mal ganz ehrlich, kein Vorausfahrzeug, überbreitet, macht 2 Straßenspuren komplett dicht und dann kriege ich hier 3 Minuspunkte. Ja. Außerdem sind sie ja gerade mit 80 an mir vorbeigefahren. Mit wie viel? Rein. Bestimmt mit 70 oder 80. Woher wollen Sie das denn schon wieder wissen? Ich habe den Fahrtwind gespürt. Aha. Ja. Interessant. Herr Ditscher, jetzt habe ich mal eine andere Frage. Und zwar... Ja. Warten Sie kurz. Und zwar wollte ich mal fragen, also ich bin mir unsicher. Habe ich jetzt wirklich 3 Minuspunkte gekriegt? Ja. Herr Ditscher! Herzlichen Glückwunsch. Was heißt das jetzt? Ja, ich hoffe, Sie nehmen das als Lehre an. Ja. Sich ein bisschen vorsichtiger im Straßenverkehr zu verhalten. Aber ich bin ja nicht da. Ich hab's Ihnen angedroht, ne? Aber ich bin da nicht der Einzige, der so hier. Mal eine Überholung machen. Ja, die werde ich mir jetzt alle einen nach dem anderen vornehmen. So, pass mal auf, aber jetzt habe ich mal eine andere Frage, Herr Ditscher. Ja. Ich will hier keine weiteren Minuspunkte kriegen, was Sie angedroht haben hier mit der Frau Pfannerich. Aber ja, ich möchte mit der gleich. Gesprochen. Ach so, und? Ja, die präferiert den Weg des Ignorierens. Sie möchte ignorieren? Dem Problem aus dem Weg gehen. Und Ihnen oder so. Ich habe ihr Folgendes gesagt. Mhm. Wegen mir ist es okay. Aber wenn ich doch einmal von den beiden irgendwas höre, mit ihnen zusammen quasi, gegeneinander oder so, dann hagelt's Minuspunkte für beide. Jetzt verstehe ich. Das will ich einfach nicht mehr haben hier. Jetzt verstehe ich und ich rufe sie an, weil... Oh, Herz. Und ich rufe sie... Ja, regen Sie sich nicht so auf. Herr Ditscher, hören Sie auf, sich so aufzuregen. Das bringt gar nichts. Herr Ditscher, bleib so ruhig, bitte. Ja. Pass auf, Herr Ditscher. Und zwar geht es um Folgendes. Ich rufe ja nur an, weil ich ja diesen Minuspunkten aus dem Weg gehen möchte, weil sich nach wie vor die Frau Pfannerich bei mir nicht gemeldet hat, ja? Ja. So, das wollte ich Ihnen nur sagen. Aber wenn Sie natürlich jetzt mit der Frau Pfannerich gesprochen haben und die Frau Pfannerich das Ganze ignorieren möchte und kein gutes Miteinander, dann muss ich das ja akzeptieren. Ja. Ich weiß ja jetzt auch nicht weiter, wisst ihr? Nee, das ist ja auch nicht Ihr Problem, um Gottes Willen. Das ist ja, um Gottes Willen, da will ich Sie ja gar nicht mit belasten. Nee, Herr Ditscher, aber da weiß ich Bescheid. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich da... ich wollte eigentlich einen guten Kontakt mit allen Kontrahenten soweit pflegen. Sie wissen ja, ne? Das ist schwierig. Kontrahenten sind... Oh, verdammte Axt. Sind Freunde. Naja, das wäre jetzt ein bisschen weit hergeholt. Dass Kontrahenten Freunde sind, aber Sie wissen ja, trotz dass man Kontrahent ist, denke ich, kann man ja trotzdem ein gutes Miteinander machen, ne? Ja. Und kann sich ja zur Not auch mal unterstützen, aber ja gut, wenn da gar kein Interesse besteht, was soll ich da machen jetzt, ne? Ja. Ja gut. Aber eine Sache noch. Ja. Ich habe vorhin das Waldstück da oben kontrolliert.
Ja, Sie wissen schon. Bei Feld 30. Mein Wald. Ja. Ja, und? Da ist auch oben nochmal so ein Jägerstand. Ja. Ah. Da habe ich so ein komisches Tier gesehen. Ein Tier? Wissen Sie da, ja, wissen Sie da irgendwas drüber? Das war so hellblau-lila oder so weit. Hat richtig geleuchtet, so ein kleines Tier. Oh. Wo war denn das? Ja, da oben irgendwo. Da war das Jägerstand. Der Jägerstand ganz im Norden da, oder wie? Nein, in diesem Zipfel. In diesem Zipfel oben, ja. Und da ist ein Jägerstand. Und da haben sie so ein Tier gesehen, okay? Ja. Wissen Sie da irgendwas drüber? Nee, da weiß ich nichts drüber. Aber fangen Sie mir jetzt ja nicht noch an mit so einer komischen Tiersorte, die sie hier noch besonders geschützt werden muss. Nee, ich habe mich nur gewundert. Haben Sie das Tier da auf dem Jägerstand gesehen? Nee, dahinter irgendwo. Rennt in den Wald rein. Und wie war das Tier? Wie sah das aus? Ja, ziemlich klein und leuchtend. So pink? Ja. Okay. Super, dann pass auf. Vielleicht sogar mehrere. Bin mir nicht mehr sicher. Ah, okay. Ich habe da mal Untersuchungen eingeleitet. Ja, ich habe meine Haarprobe genommen von dem Tier. Mal gucken, was da bei. Wenn Sie hören, dann sagen Sie gerne mal Bescheid. Mache ich. Ja, wieder hören. Alles klar, tschüssi. Das ist ja geil. Das war jetzt. Habt ihr gemerkt, wie so ein Geistesblitz kam das jetzt rein, ne? So, oh. Ich wusste direkt, was er dann sah. Aber das ist ja cool. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sind erstmal fertig. Das war's. In der nächsten Folge gibt es Kohle hoffentlich. Da wird abgerechnet. Wir sind durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und euch hat das gefallen heute, die Folge. Schade, dass Frau Pfannerich, muss ich ehrlich so sagen, also, ne, Frau Pfannerich, RP-Charakter Frau Pfannerich, dann doch gar kein Interesse hat auf hier irgendwie so ein Miteinander. Aber müssen wir am Ende auch akzeptieren, wir werden da definitiv jetzt nicht mehr offensiv reingehen, weil das macht ja auch keinen Sinn, das ist ja auch Käse. Wie sagt man, wer nicht will, der hat schon und Frau Pfannerich hat halt schon oder so ähnlich, ne? Denkt aber immer dran, es ist RP, es hat natürlich nichts mit Sally zu tun und in diesem Sinne, bis dahin, euch einen schönen Tag, ciao, ciao.